Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Es ist Montagmorgen 10 Uhr und damit starten unsere WBSC Skills. Es ist ein neuer Monat, es ist der Monat Juli 2021 und es geht um das Thema Microsoft 365. Microsoft 365 ist so entstanden, dass wir auf unserer Virtual Afterwork ja Eventreihe, wir machen ja circa einmal die Woche ein Virtual Afterwork Event, wo wir zusammenkommen und uns über IT-Themen austauschen. Es ist uns aufgefallen, dass sehr viel unter den Teilnehmern zu Microsoft 365 gesprochen wurde und deswegen sagten wir, da sollten wir vielleicht auch mal wieder drüber sprechen und das machen wir. Damit starten wir heute. Wir starten nämlich heute mit den Grundlagen und dem Überblick. Es geht dann nächste Woche weiter mit Microsoft 365 Onboarding, mit oder ohne On-Prem-Domain. Das Ganze dann mit Live-Demo natürlich. Dann in zwei Wochen Microsoft 365. Es geht um Autopilot, Intune und weitere Services. Und am 26. Juli dann Microsoft 365 Apps for Business als ESD. Da gibt es einen neuen Vertriebsweg. Und es fällt euch ja schon was auf. Ich sagte, neuer Monat, ein neues Thema. Und wir haben auch hier ein neues Logo auf den Slides. Die Firma also ermöglicht diese Webcast-Reihe im Juli. Ihr wisst, bei Microsoft startet im Juli auch ein neues Fiskaljahr. Es haben sich ein paar Dinge geändert. Und ja, die Firma also ermöglicht es in diesem Monat, dass wir die WBSC Skills weiterhin durchführen. Also von daher, wenn ihr Microsoft 365 Lösungen benötigt, wenn ihr Microsoft 365 ja, CSP-Produkte oder ESD-Produkte benötigt, dann geht doch gerne auf die Firma also zu. Die Kollegen unterstützen euch gerne. Ansonsten sind aber die WBSC Skills wie gewohnt unsere montägliche, einstündige ja, Webcast-Reihe, wo es darum geht, euch viele Informationen zu liefern. Daran soll sich nichts ändern. Und die auch dazu gedacht ist, dass ihr Fragen stellen könnt zum Thema oder Kommentare einsenden könnt, wie der Ralf. Ich freue mich immer, wenn ihr mir kurz Bescheid sagt, ob Bild und Ton okay sind. Das hört sich gut an. Und auch über einen guten Morgen, freue ich mich. Also ihr könnt da Kommentare reinschreiben, ihr könnt aber vor allem dort eure Fragen reinschreiben. Also nutzt doch die Gelegenheit, um die Kommentarfunktionalitäten auf YouTube oder LinkedIn oder Facebook zu verwenden oder den jeweils vorhandenen Chat, um direkt mit mir in Kontakt zu treten. Ich kann das hier dann einblenden, kann darauf reagieren und somit können wir das Ganze interaktiv halten. Prima, da freue ich mich sehr. Und ja, damit würde ich sagen, wir starten mit unserem heutigen Thema Microsoft 365 Grundlagen und Überblick. Und bevor ich mit den Grundlagen starte, ist mir ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich denke, ihr wisst das alle. Ja, aber seit 13.10.2020 ist Office 2010 End of Support. Ich sage es deswegen nochmal explizit dazu, weil wir immer wieder Fragen haben, die sich auf Office 2010 beziehen, wo ich mir sage, naja, eigentlich sollte das doch jetzt nicht mehr der Fall sein. Es ist End of Support und nicht nur das Office, sondern auch der zugehörige Exchange-Server. Also was heißt der zugehörige Exchange-Server? Exchange 2010, das war halt die Version, die gleichzeitig mit dem Office 2010 oder ziemlich zeitgleich dann gelauncht wurde. Also von daher, ja, die 2010er-Produkte End of Support, da bitte dran denken. Und da ist natürlich Microsoft 365 wieder eine gute Gelegenheit, das Ganze auf dem aktuellen Stand zu bringen. Microsoft hat in Microsoft 365 sehr, sehr viel investiert in den letzten Monaten. Weil natürlich hat man gesehen, durch das Thema Corona, durch das ganze Thema des Zuhausearbeitens, dass die Nachfrage nach entsprechenden Lösungen massiv zugenommen hat, aber auch, dass die Herausforderungen zugenommen haben. Ich brauche einfach eine sichere Umgebung, auch wenn ich von zu Hause arbeite, eine flexible und skalierbare Umgebung. Und da hat Microsoft 365 einen großen Fokus drauf, das Thema Remote-Arbeit zu verbessern, gleichzeitig sicher zu gestalten
und aber gleichzeitig die Kosten zu reduzieren. Naja, wenn wir jetzt gleich einsteigen würden und über Preise für Microsoft 365 reden, dann ist klar, das kostet Geld und es ist auf den ersten Blick nicht wenig. Wenn man sich aber mal anguckt, was alles drinsteckt, dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass das ein doch recht interessantes Package ist und darum soll es heute ein bisschen gehen. Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten. Microsoft 365, was steckt so alles drin? Was gibt es überhaupt für Ausprägungen davon? Zunächst mal die Basisinformationen. Microsoft 365 for Business oder Microsoft 365, die Business-Pakete. Für Unternehmenskunden bis maximal 300 Seats, sagen wir da immer so schön. Also Microsoft 365 in den Business-Paketen kann ich Unternehmen versorgen, die maximal 300 Seats, also maximal 300 Benutzer haben, die mit so einer Lizenz ausgestattet sind. Das ist so für die typischen kleineren und mittelständischen Unternehmen in Deutschland eine ganze Menge, reicht aber sicher nicht für alle aus. Da haben wir dann gleich noch die Enterprise-Pakete. Was interessant ist, ich werde immer wieder mal darauf angesprochen, das ganze Microsoft 365 und Cloud, das ist nichts für mich, ich bleibe bei Office. Naja, da gibt es auch eine Lösung, fangen wir nämlich doch mal gleich ganz rechts an. Es gibt die Microsoft 365 Apps for Business. Und weil das im Kern Office ist, wir sehen nämlich hier Outlook, Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint. Das ist das, was die Kunden typischerweise nutzen. Die allermeisten nutzen gerade Outlook, Word, Excel, vielleicht noch ein bisschen PowerPoint. Das steckt da drin. Für die lokale Installation offline nutzbar. Ich brauche da keine permanente Internetverbindung, um das zu verwenden. Die Kosten, die da stehen, das sind die Kosten auf der Microsoft-Webseite. Das hat jetzt nichts direkt zu tun mit dem Bezugspreis, den ihr als Microsoft-CSP-Partner bei der Firma Also bekommt. Da geht ihr einfach auf Also zu, da gibt es einen sehr schönen Cloud-Marktplatz, wo man die Services buchen kann und da seht ihr dann euren Einkaufspreis, wenn ihr euch dort einloggt. Der wird sich irgendwo daran orientieren, sage ich mal. Aber ich kann ihn deswegen hier nicht draufschreiben, weil es ist ja ein Preis, der sich ergibt nach dem Login individuell für euch gestaltet. Der könnte aber theoretisch auch mal höher sein, als er hier steht. Weil die Idee von Microsoft ist ja, dass ich eigentlich nie den Standardservice anbiete, sondern den irgendwie, sagen wir mal, veredle. Das wird jetzt beim Microsoft 365 Apps for Business bei der Firma also nicht sein, dass der im Standardpreis teurer ist, gehe ich nicht davon aus. Aber es ist durchaus denkbar, dass eine Firma wie also sagt, ja, lieber Partner, wir packen dir dort Zusatzleistungen rein und deswegen kostet der entsprechend einen Preis X oder Y. Also von daher, das nehmt das einfach mal als Richtwert, diese 8,80 Euro, weil man fängt dann immer sehr schnell an zu rechnen und sagt, wann lohnt es sich ein Office 2019 zu kaufen und wann nehme ich lieber die Subscription über Microsoft 365. Interessant an diesen Microsoft 365 Apps for Business ist, dass es die auch als ESD gibt. Und da werden wir ja im vierten Termin dann drüber sprechen. Dort geht es nämlich darum, dass das auch für einen Vertrieb in einem klassischen Ladengeschäft durch die ESD-Variante oder einen klassischen Online-Shop oder so optimiert ist und auch die Bereitstellung stark vereinfacht ist für den Kunden, der wirklich nur Office möchte. Da sehen wir, da steckt ein OneDrive mit drin. Das ist ein OneDrive for Business, aber wir müssen das nicht nutzen. Für den Kunden, der eigentlich genau das Gegenteil möchte, der sagt, Office lokal ist für mich gar nicht so wichtig, aber ich brauche Cloud-basierte Dienste für Dateiablage, für Messaging, für Collaboration, für Zusammenarbeit. Der wäre bei Microsoft 365 Business Basic zu Hause. Das ist das Paket. 4,20 Euro ist hier der Preis bei Microsoft auf der Webseite. Immer netto im Jahresabonnement. Das heißt, wenn ich das monatlich kündbar mache, ist es ein bisschen teurer und ich muss natürlich immer die Mehrwertsteuer dazu rechnen. Bei den 4,20 Euro Cloud-basierte Services. Ideal für einen User, der nur ein Smartphone hat, ein Tablet hat und genau diese Dienste nutzen möchte. Oder für einen User, der eben auf seinem PC schon Office 2019 lizenziert hat, wo ich diese Dienste dazu brauche.
Das Microsoft 365 Business Standard, das ist die Kombination aus Microsoft 365 Business Basic und Microsoft 365 Apps for Business, weil wir sehen hier, ist es das Office enthalten plus entsprechend die Cloud-basierenden Dienste. Naja, jeder, der das schnell mal überschlägt, wird feststellen, es ist viel günstiger, das Microsoft 365 Business Standard zu nehmen, als die beiden anderen zusammen. Das heißt, die Pakete sind bei Microsoft immer kostenoptimiert. Naja, und im Microsoft 365 Business Premium, das ist nochmal eine Stufe größer, da haben wir dann eben auch die Dinge rund um Intune und Azure Information Protection und Azure Active Directory Premium P1 enthalten. Vereinfacht kann man an dieser Stelle sagen, wir werden uns gleich noch ein bisschen intensiver darüber unterhalten, dass so ein Microsoft 365 Business Premium eben ideal ist für das, was auf zwei vorherigen Slides genannt wurde, nämlich so die aktuelle Situation. Ich möchte User beim Arbeiten von zu Hause unterstützen. Ich möchte eine sichere, gemanagte Umgebung bieten, weil Intune ist ja die Lösung fürs Gerätemanagement. Egal, ob das ein Windows-Device ist oder ein Android- oder ein iOS-Device. Also von daher, ich würde empfehlen, dort gedanklich so ein bisschen auf Microsoft 365 Business Premium zu fokussieren. Ja, im Microsoft 365 Enterprise-Bereich, da schaut so aus, dass wir ein Microsoft 365 F3 haben. Das wäre der Fokus auf den Cloud-basierten Diensten, also sogenannte Frontline-Worker-Produkt. Das Microsoft 365 E3 inkludiert schon die Office-Applikationen und die Cloud-basierten Services. Und im Microsoft 365 E5, wo wir hier sehen, 53,70 Euro pro Benutzer pro Monat im Jahresabonnement zuzüglich Umsatzsteuer, da haben wir dann zusätzlich zum Beispiel auch so Dinge enthalten wie das Phone System, also die Cloud-basierte Telefonanlage für Microsoft Teams und die vollständigen Security Features mit Advanced Threat Protection und so weiter. Also Microsoft 365 E5 ist so das rundum sorglos Paket, würde ich sagen. Da brauche ich dann nur noch ein Device und ein Windows drauf, was ja typischerweise OEM pre-installed ist. Und dann kann ich in einer wirklich hochskalierbaren Umgebung loslegen. Das heißt aber nicht, dass jeder das E5 automatisch braucht. Also es ist für viele Kunden auch das Microsoft 365 Business Premium zielführend. Wichtig ist, die Enterprise-Pläne starten auch bei einem Seat. Das heißt, ich kann da klein einsteigen, aber die skalieren über die 300 Seats hinaus. Es gibt auch noch Office 365. Darum ist es etwas still geworden, aber Office 365 gibt es nicht mehr im Business-Bereich. Office 365 als Produktsuite gibt es nur noch im Enterprise-Bereich. Und da gibt es ein Office 365 E1, das wäre wieder der Fokus auf den Cloud-basierten Diensten. E3, dann die Kombination aus den Office-Applikationen, den Cloud-basierten Diensten. Und E5 wieder mit dem Phone-System inkludiert. Auch hier gibt es eine Suite, die nur den Fokus auf den Office-Applikationen hat, nämlich das Microsoft 365 Apps for Enterprise. Unterschied im Vergleich zu den Apps for Business. Bei Microsoft 365 ist ja hauptsächlich das Thema, dass wir eben über die 300 Benutzer hinaus skalieren können oder über die 300 Seats hinaus skalieren können. Ich würde euch immer empfehlen, schaut Richtung Microsoft 365, weil die Office 365 Produkte, die haben eben kein Intune fürs mobile Gerätemanagement inkludiert. Ist übrigens bei Microsoft 365 Business auch nicht überall mit drin. Da muss ich nochmal ganz kurz zurückspringen. Also das fällt euch sicher auf. Das Intune, worum es mir an vielen Stellen gehen wird, das im Microsoft 365 Business Premium, also von daher Empfehlung ein bisschen anders formuliert, schaut bei der Auswahl auf Microsoft 365 Business Premium oder auf die Microsoft 365 Enterprise Produkte. Office 365, da muss ich eigentlich in der heutigen Zeit dann eine Third-Party-Lösung für das Gerätemanagement implementieren. Ohne wird man in den allermeisten Fällen nicht mehr zurechtkommen.
Und die kostet ja auch Geld und ist die Frage, wie die integriert ist. Also da würde ich mir immer anschauen, ob ich nicht mit dem Microsoft 365-Paket von Microsoft da etwas besser fahre, sowohl funktionell als auch natürlich kostentechnisch. Jetzt, wenn wir mal so in die einzelnen Bereiche reinschauen, bei Microsoft 365 Business Premium, dann schauen wir doch einfach mal rein in das Thema Collaboration. Also letztendlich geht es dort im Fokus um Microsoft Teams. Und Microsoft Teams wurde von Microsoft auch in den letzten Monaten enorm in den Fokus gerückt, enorm weiterentwickelt, weil Microsoft Teams natürlich in der Situation der Homeoffice-Nutzung und so weiter enorm viele Vorteile bringt. Das Thema Zusammenarbeit, Telefonie, Chat, Austausch von Dateien, gemeinsames Arbeiten an Dokumenten, Online-Meetings, Abhalten von Konferenzen, das geht ja alles darüber ganz schnell im Durchlauf. Ihr kennt das sicher bei Teams. Der Chat ist enthalten, dann aber auch das Arbeiten mit Teams und darin enthaltenen Dokumenten. Das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten, das ist ja ein wichtiger Punkt. Das werde ich immer wieder mal gefragt. Was brauche ich denn jetzt eigentlich, damit ich an so einem Word-Dokument mit mehreren Autoren zeitgleich arbeiten kann? Ich brauche eine aktuelle Office-Version. Und ich brauche eine Dateiablage, die genau das unterstützt. Naja, und das ist nicht mein klassischer File-Server, sondern es wäre zum Beispiel ein SharePoint, es wäre zum Beispiel ein OneDrive for Business oder aber auch ein Teams, wo technisch gesehen die Dateiablage ja dahinter im SharePoint erfolgt. Wir können dort im Teams Workflows abbilden. Wir können Third-Party-Applikationen integrieren. Also das ist wirklich sehr, sehr mächtig. Und wir haben im Microsoft Teams das Thema Telefonie. Und Telefonie ist so ein Thema, wo man tiefer einsteigen kann. Die Zeit haben wir jetzt nicht ganz, aber ich möchte ein paar Dinge dazu erläutern zum Thema Telefonie, weil wir werden gegen Ende auch noch über die Lizenzierung sprechen. Und da ist es wichtig, so ein paar Themen zu verstehen und verinnerlicht zu haben. Zunächst mal ist Microsoft Teams in der Lage, für unser Unternehmen das ganze Thema Telefonie abzubilden. Aber es gibt bei Teams unterschiedliche Module. Wenn ich so einen E5-Plan habe im Microsoft 365 Enterprise, dann habe ich eigentlich alles drin für die Teams-Telefonie, fast alles. Eine kleine Komponente fehlt noch, erkläre ich gleich. Wenn ich aber zum Beispiel so einen Microsoft 365 E3 habe, dann fehlt mir noch ein bisschen mehr, um das Thema Telefonie komplett abdecken zu können. Und das entscheidende Stichwort ist dort das Microsoft Phone System. Telefonieren kann ich mit Teams immer, mit anderen Teams-Nutzern. Aber das Entscheidende ist ja, dass ich typischerweise jeden auf der Welt, der ein Telefon hat, anrufen können möchte. Ich kenne Ländervorwahl, ich kenne Vorwahl und die Rufnummer und den möchte ich anrufen. Ich möchte nicht erst klären, hat der Teams oder hat der vielleicht eine andere kompatible Lösung? Oder hat er vielleicht noch einfach ein analoges Telefon, wo eben XIP basiert ist? Kann man sich oft in der IT gar nicht mehr vorstellen, aber ich bringe mal als Beispiel meine Eltern. Meine Eltern haben einen Telefonanschluss, der ist nicht RJ11 oder RJ45, sondern das ist diese analoge TAE-Dose und da kann man telefonieren. Über den Anschluss geht auch nichts anderes. Also da ist nichts mit Internet oder so, sondern telefonieren. Und für die ist das aber fein, die können dort raus telefonieren, die können dort Dinge bestellen, die können angerufen werden. Naja, und wenn jetzt irgendein Unternehmen bei meinen Eltern anrufen möchte oder umgekehrt meine Eltern mit einem Unternehmen kommunizieren möchten, dann ist natürlich wichtig, dass das miteinander funktioniert. Und seitens Teams ist es halt so, dass ich die Teams-Welt nur verlassen kann, telefontechnisch, wenn ich ein Phone-System plus einen Calling-Plan oder ein Phone-System plus einen Session-Border-Controller habe. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist so ein bisschen modular aufgebaut. Also wir haben Teams als Basis oder als den mächtigen Schirm oben drüber. Und wir haben als Telefonanlage, als PBX-System, als Telefonanlagenkomponente das sogenannte Phone System. Das ist zum Beispiel in den E5-Plänen enthalten, in den E3-Plänen kann das hinzugebucht werden.
Phone System ermöglicht es mir, dass ich so Funktionalitäten habe wie Rückfragen, Anruf halten, weitervermitteln, eine Dreierkonferenz, einen Teilnehmer in Anruf mit reinnehmen und so weiter. Also das, was ich von der Telefonanlage gewohnt bin. Das Phone System alleine ist aber so, dass ich eine Telefonanlage fürs Unternehmen habe, wo der Stecker noch nicht in der Telefondose drin steckt, wenn ich es mal so vereinfacht formuliere. Die Kommunikation nach außen wird ermöglicht durch diese Ebene hier, PSTN Dial Tone, und der kommt entweder über Microsoft Calling Plans oder über ein Direct Routing in Microsoft Teams. Das ist entweder oder, ich brauche nicht beides. Ich kann aber beides in Kombination verwenden. Wenn ihr jetzt gleich hört, was der Hintergrund ist und ihr sagt, naja, ich könnte mir vorstellen, dass je nach Situation das eine oder das andere so seine Vorteile hat, dann könnt ihr auch beides nutzen. Microsoft Calling Plan, da wird Microsoft zu meinem Provider. Das heißt, ich habe dann meine Telefonnummern bei Microsoft, ich zahle für die Telefonminute an Microsoft. Hat Microsoft ein ganz eigenes Konzept, es geht dort nicht pro Minute, wo dann Kosten Pay-Per-Use auflaufen, und es geht auch nicht über eine Flatrate, sondern es gibt Minutenpakete, die man erwirbt, und die werden dann ja auf einer Monatsbasis abtelefoniert. Also ein bisschen wie ein Prepaid-Guthaben, was wir dort verwenden, aber rein rechtlich gesehen ist es kein Prepaid-Guthaben, weil es am Ende des Monats verfällt, was dort noch übrig ist von den Freiminuten, und ich bekomme am nächsten Monat wieder neue dazu. Das heißt, ich kann diese Minuten nicht sammeln, sondern die werden innerhalb des Monats zwar kumuliert aus allen Paketen, die ich erworben habe, aber was ich am Ende des Monats noch übrig habe, wird auf null zurückgesetzt und mit dem nächsten Wert aufgefüllt. Direct Routing wäre die Variante, wo ich sage, ich bringe meinen Telefonanschluss nach Microsoft Teams rein. Ich habe einen Provider, wo das Direct Routing mit einem entsprechenden Session Border Controller möglich ist. Das heißt, Microsoft hat mit dem Thema Telefoniekosten, Abrechnung der Telefonie nichts zu tun. Und ich habe einfach diesen Session Border Controller, das entsprechende Konfiguration in Teams integriert, und es gibt eine dritte Möglichkeit, das habe ich jetzt ein bisschen falsch erzählt, da muss ich mich korrigieren, weil wir beziehen uns hier natürlich auf das Business, also hier würde sich das nochmal aufsplitten, also es gibt dort zwei Varianten, den Third-Party-Calling-Provider reinzubringen, entweder über den erwähnten Session-Border-Controller oder über den Service des jeweiligen Telekommunikationsanbieters. Also wenn wir mal sagen, wir ziehen die Trennlinie hier an der Stelle, die ich mal mit 1 betituliere hier. Also Variante ist einmal, und so wäre es dann richtig formuliert, Microsoft ist mein Telco-Provider auf der linken Seite, oder auf der rechten Seite, ich wähle mir einen anderen Provider aus, der mir das Thema Telefonie zur Verfügung stellt. Jetzt ist das ein bisschen kompliziert. Calling Plans im Enterprise-Bereich sind auch in Deutschland verfügbar. Im Business-Bereich gibt es in Deutschland die Calling Plans noch nicht. Warum sage ich das? Für kleine Unternehmen finde ich die Calling Plans super unkompliziert. Microsoft ist mein einer Ansprechpartner. Ich buche alles dort und es läuft einfach. Sobald dort mehrere Parteien ins Spiel kommen, muss ich mich natürlich wieder um die Schnittstellen kümmern und so weiter. Das heißt nicht, dass das endlos kompliziert ist, aber ich kenne es von mir selbst als kleines Unternehmen. Ich bin immer froh, wenn das Ganze möglichst unkompliziert ist vom administrativen Aufwand her, wenn ich dort also wenig Abstimmungsaufwand habe. Und da plädiere ich für die Calling Plans, die es, wie gesagt, im Business-Umfeld aktuell noch nicht gibt. Jetzt von dem Thema Telefonie durch das Phone System. Wir haben wirklich umfangreiche Funktionalitäten. Bei mir ist zum Beispiel so, ich nutze das schon seit mehreren Jahren ausschließlich über Microsoft Teams. Ganz richtig, vorher war es natürlich Skype for Business, aber Telefonie über die Microsoft Cloud-basierten Technologien inklusive Phone System mache ich schon sehr, sehr lange. Gut, wenn es da Fragen dazu gibt, gerne im Chat.
Wir hatten gesehen, durch dieses Thema Heimarbeit, Homeoffice wird auch das Thema Cyberbedrohungen immer relevanter. Naja, weil der Mitarbeiter sitzt eben nicht mehr hinter der dicken Unternehmensfirewall, sondern er sitzt zu Hause. Das hat ja auch den Begriff Zero Trust geprägt, also dass ich einfach jedes System für sich isoliert absichern muss und nicht mehr davon ausgehen kann, dass wir uns irgendwo hinter so einer gemeinsamen Unternehmensbastion sicher fühlen können. Und dafür gibt es eine super Technologie, Microsoft 365 Umfeld, nennt sich Advanced Threat Protection, die uns vor bekannten wie aber auch unbekannten Bedrohungssituationen unterstützt. Das hatte ich zum Beispiel als Thema vor 2 oder 3 Monaten, also es war im April oder Mai, als wir das Thema Security hatten, und gerne dort auf YouTube nochmal reinschauen, youtube.com/ManfredTilber, wer dort ein bisschen mehr Informationen dazu braucht. Dann Azure Information Protection ist auch ein wichtiges Thema. Das heißt, wer darf welchen Content wie verarbeiten, von welchem Device aus zugreifen, auch solche Funktionalitäten haben wir in Microsoft 365. Dann ein großes Thema war natürlich, wenn diese Devices plötzlich alle dezentral sind, wie verwalte ich das? Und da ist das Stichwort Microsoft Intune beziehungsweise Endpoint Manager. Das heißt, die Technologie, die da drin steckt, ist immer noch Intune. Der Produktbegriff wäre der Endpoint Manager und der managt uns, also von der Begrifflichkeit her erstmal mobile Endgeräte, aber ein mobiles Endgerät ist auch ein Windows-PC. Selbst wenn es ein Desktop-Rechner ist, kann ich den mit Intune managen. Wir müssen es an den Betriebssystemen festmachen. Der Endpoint Manager von Microsoft beziehungsweise die Technologie Intune, die managt uns Windows-basierte Devices. Aktuelles Windows, also Windows 10 oder in Zukunft Windows 11. Es managt uns Mac OS X, also die Apple-basierten Devices. Es managt uns iOS und Android. Das heißt, nur Linux ist im Moment noch außen vor, aber da hat ja Microsoft auch einen starken Fokus drauf. Also das Endgerätemanagement mit Microsoft 365 Business Premium und den Enterprise-Plänen perfekt gelöst. Es gibt dann auch so Dinge wie zum Beispiel auf einem Smartphone Unternehmens- und private Daten getrennt zu handeln und zu managen, so dass ich dort zum Beispiel keine Daten miteinander vermischen darf, dass es eben nicht passieren kann, dass ich eine Unternehmensinformation in den privaten Bereich hineinbringe. Aber stellen wir uns mal nur vor, das Thema DSGVO. Ja, ich möchte meinen Mitarbeiter erlauben, auf einem Endgerät personenbezogene Daten zu verarbeiten, und ich mache da wirklich alles vorbildlich im Unternehmen, und jetzt kann der Mitarbeiter aber technisch eine Datei in seinen privaten Bereich kopieren. Und das macht er ungünstigerweise mit einer Kundenliste oder Kundendatenbank, vielleicht gar nicht absichtlich, und sein System wird jetzt dann gehackt und die Daten werden entwendet. Das ist eine ganz ungünstige Situation, und deswegen ist es nicht reine Kontrolle oder als reine Kontrolle zu sehen, sondern wirklich als Mehrwertfeature, dass ich auf so einem Device wirklich getrennte und isolierte und abgesicherte Bereiche schaffen kann. Dann natürlich auch das ganze Thema des Absicherns von Devices und vor allem das Automatisieren, des Deployments. Da ist ein großes Stichwort Autopilot. Hatten wir auch in den letzten Monaten, findet ihr Recordings auch auf YouTube, auf meinem Kanal, wo ich Autopilot im Detail erkläre und zeige. Es geht um ein automatisiertes Device-Deployment von Windows-basierenden Devices, um die Bereitstellungszeit zu verkürzen und eben explizit auch, wenn das Ganze dezentral erfolgt. Ja, Remote Access und Identity. Da haben wir im Microsoft 365, muss man aber gestehen, dass es auch in den Office 365 Enterprise-Paketen teilweise enthalten, eine Mehrfaktor-Authentifizierung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil mit einer Mehrfaktor-Authentifizierung haben wir natürlich die Gefahr, dass Anmeldeinformationen entwendet und dann missbräuchlich verwendet werden, ganz massiv reduziert. Weil ich kann ja nur auf die Ressourcen zugreifen, wenn ich die passenden Zugangsinformationen inklusive des Multifaktors habe, also meines Fingerabdrucks, einer Gesichtserkennungsergebnis oder eines Keys aus einer Authenticator-App, also dass
Ja, ist ein super Thema. Und dann ein wichtiges Thema, Azure Active Directory. Viele sehen das Azure Active Directory so ein bisschen als die mystische Unbekannte bei dem ganzen Thema, weil zugegebenermaßen, als das Cloud-Thema Fahrt aufgenommen hat, da viel zu wenig Wert drauf gelegt wurde, darüber zu sprechen. Das Azure Active Directory ist das Rückgrat für unsere gesamten Services in Microsoft 365, für den Endpoint Manager mit der Technologie Intune, für die OneDrive for Business Funktionalitäten, für Teams, für SharePoint, für Exchange Online und so weiter. Und das Azure Active Directory kann ich von Windows 10 und Windows 11 Devices direkt nutzen, indem ich mich direkt mit meinem Device in das Azure Active Directory integriere. Ideal für Unternehmen, die neu beginnen. Ich kann aber auch das Azure Active Directory mit meinem On-Premises Active Directory verknüpfen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Das ist in den letzten 2 Jahren dort sehr, sehr viel flexibler geworden, als es früher war. Und von daher da die Empfehlung, hier muss man sich einfach überlegen, wie möchte ich das miteinander verbinden? Welche Integration und Konnektivität ist hier gewünscht? Die allermeisten Anforderungen lassen sich hier ganz, ganz sicher lösen. Ja, jetzt wenn wir uns sagen, naja, warum sollten wir uns für Microsoft 365 entscheiden? Also einmal die Enterprise-Technologie, ganz klar, die integrierte Lösung. Und dann steht da was von Kosten reduzieren. Und das finde ich ganz spannend, weil die Frage ist natürlich, wie kann ich denn da jetzt konkret Kosten reduzieren? Das kostet ja erstmal Geld. Und wie wir in der Übersicht gesehen haben, gar nicht wenig. Also wenn ich die Mehrwertsteuer dazu rechne, kommt bei so einem Microsoft 365 E5 mehr als 60 Euro pro Benutzer pro Monat zusammen. Aber trotzdem ist es so, dass wir, wenn wir alles zusammenrechnen, dort doch enorme Vorteile haben. Jetzt muss man zugeben, Microsoft hat hier nicht namentlich genannte Beispiele zusammengerechnet, wo ich aber sage, also der Preis ist realistisch. Also ein Antivirus für ein Endgerät hat Microsoft angesetzt pro Monat mit rund $3 pro Device. Device Management hat Microsoft angesetzt mit $4. Jetzt werdet ihr unter Umständen sagen, ja gut, ich kenne aber eine Device Management Lösung, die kostet nur $2 oder nur 1,50 Euro pro Device und ein Antivirus. Macht das ruhig mal, aber schreibt diese Dinge mal auf. Schreibt mal auf, was kostet mich Remote Access als Lösung. Ja, werdet ihr sicher Lösungen kennen, die es kostenfrei gibt, wo ihr euch dann aber überlegen müsst, wie ist es mit Support, habe ich das mit drin. Dann, wie ist es mit dem E-Mail-Schutz aus? Ja, kostet das was extra? Ist das mit drin? Dann das Thema Single Sign-On, Conditional Access. Und jetzt ist wichtig, da ist ja auch ein Office mit drin, wenn wir über Microsoft 365 Business Premium stehen, was der Vergleich nebendran ist. Da ist ja auch ein Exchange Online drin und SharePoint Online drin. Das heißt, was Microsoft hier in dem Vergleich gemacht hat, Microsoft hat mal nur die Kosten für die Security-Komponenten zusammengezählt und kommt hier auf mehr als $40 pro Monat. Das ist das, was da rauskam. Und die Empfehlung ist, wenn ihr jetzt sagt, naja, ich kenne dort aber Lösungen, die sind günstiger, macht euch mal die Liste und schreibt dann aber auch dazu, was kostet mich denn mein Postfach pro Monat? Was kostet mich denn meine Lösung für die Datenablage pro Monat? Was kostet mich denn das Office pro Monat, was ich habe? Auch wenn ihr ein Office 2019 kauft, Home and Business, habt ihr ja über die Nutzungszeit gerechnet, monatliche Kosten, die dort entstehen. Naja, und dann ist natürlich so, dass sehr schnell diese $20 pro Monat sehr, sehr attraktiv werden, was Microsoft 365 Business Premium kostet. Wir haben vorhin auch mal die Preise in Deutschland gesehen, wie gesagt, immer nur die empfohlenen Preise auf der Microsoft-Webseite. Und was da natürlich auch ein wichtiges Thema ist, ihr kommt dann ganz schnell auch in die Region des Microsoft 365 E5. So hat sich das ja bei mir ergeben. Also ich habe ja als Microsoft-Partner selbst keine E5 Internal Use Rights. Zumindest hatte ich die nicht. Das heißt, für mich war die Überlegung, will ich das wirklich nutzen oder tut es vielleicht ein kleineres Paket? Ich habe mir wirklich aufgelistet,
was bräuchte ich denn alles Third Party? Oder was müsste ich denn zu dem Office 365 E3, wo ich Internal Use Rights habe, oder mittlerweile Microsoft 365 E3, was müsste ich denn dazu buchen, dass ich auf das gleiche Level komme? Und da war ich dann sehr schnell bei dem Microsoft 365 E5 angekommen. Jetzt ist natürlich so, wenn ihr dort Dinge hinausrechnet, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, naja, das Thema Teams ist für mich nicht relevant und ich habe dort auch keine andere Lösung, dann wäre die Frage, was ist das für ein Unternehmen? Also muss man da nicht vielleicht auch mal ein bisschen an Innovation und innovative Services denken? Aber dann müsst ihr natürlich diese 6,67 Euro oder was eure entsprechende Lösung kostet, rausrechnen. Also macht es wirklich mal, rechnet sowas auch mal mit dem Kunden durch, weil ihr dann wirklich schnell zu dem Punkt kommt, dass ihr hier eine sehr, sehr spannende Lösung habt, die gerade auch im Security-Bereich unheimlich viel bietet. Weil was da Microsoft zu allen Zahlen veröffentlicht, ist das wirklich immens, was durch die Microsoft Security-Komponenten pro Jahr an zum Beispiel verdächtigen Mails geblockt wird. Verdächtige Nachrichten. Oder Endpoint-Angriffe, die entdeckt wurden oder die aufgedeckt wurden. Oder Cloud-Aktivitäten, die hier gemonitort sind. Das sind Zahlen, das ist der Wahnsinn und das nimmt weiter zu. Also wenn man die, muss man ja nur die letzten Tage anschauen, was dort wieder los war. Wurde irgendwie eine Remote-Patch-Management-Lösung am Markt gehackt, sind wieder ganz, ganz viele Kunden betroffen. Gibt unheimlich viele, ja, die dadurch bedingt jetzt Offline-Zeit hinnehmen müssen. Jetzt muss man da sagen, Microsoft 365 ist natürlich nicht irgendwie meine Garantiekarte für sorglose IT. Ich muss das schon alles konfigurieren. Gerade so eine Advanced Threat Protection, die wir immer wieder aufführen, die ist nicht nach Bezahlen der Lizenz aktiv, sondern das muss ich aktivieren, das muss ich konfigurieren, ich muss dort mit entsprechenden Policies arbeiten. Das ist ja auch immer der Punkt, wo ich sage, durch Microsoft 365, das ist aber, glaube ich, heute auch gar keine Sorge mehr, aber als wir so die ersten Jahre im WBSC, ich würde mal sagen, das ist so 5, 6, 7 Jahre her, als wir dort über Office 365 gesprochen hatten, hatten wir wenig Interesse und bei den Veranstaltungen dann sehr viel Gegenwind, weil die Partner dachten, Microsoft macht sie durch dieses Cloud-Thema so ein bisschen arbeitslos. Stellen wir aber jetzt fest, das ist überhaupt nicht so. Wenn ein Kunde Microsoft 365 hat und die enthaltenen Werte nutzen möchte, so das, was wir auf dem vorherigen Slide gesehen haben, wenn er wirklich diesen Stack hier auch für sich ausnutzen will, dann steigt das Dienstleistungspotenzial eher. Wo natürlich der Kunde im ersten Moment sagt, Mensch, jetzt muss ich da mehr Geld investieren. Naja, die Zeiten haben sich aber auch geändert. Also die Situation, die wir heute haben, rund um Ransomware, Verschlüsselung und was da alles dazukommt an Trojanern, das hatten wir vor 10 Jahren halt in der Form nicht. Also das hat sich in den letzten Jahren schon sehr ungünstig, was das angeht, entwickelt. Aber man muss diese Sache natürlich ins Auge schauen und entsprechend reagieren. Und wenn es jetzt um das Thema Security geht und Management, ist dann häufig die Frage, ist da Microsoft überhaupt relevant? Naja, und es ist vielleicht ein bisschen klein, ich muss mal größer schalten. Das heißt, man sieht mich jetzt mal kurz nicht und ich muss auch hier mal ein Textmarker in die Hand nehmen, um das euch ein bisschen zu verdeutlichen. Also bei dem Thema Access Management in dem Gartner-Quadrant sehen wir hier, ist Microsoft hier zwar nicht ganz top at the end, aber das Entscheidende ist, Microsoft ist da ganz weit oben und Microsoft ist auch bei Cloud Access und Security ganz oben und Microsoft ist auch bei Enterprise Information Archiving ganz oben und ist bei Endpoint ganz oben und ist bei Unified Management ganz oben. Und in Summe genommen ist das halt unsere Lösung Microsoft 365. Das bedeutet, wir profitieren davon, dass wir in vielen Bereichen hier die Situation haben, dass Microsoft wirklich führend ist und auch laut Gartner Magic Quadrant führend ist.
und als Gesamtpaket aus meiner Sicht einzigartig. Also das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn ich damit arbeite. Und auch die Security-Komponente, die ja immer wieder mal ein bisschen belächelt wird, weil man halt vielleicht sowas kennt wie das Security Essentials von Microsoft von früher, die ist in letzter Zeit ganz häufig ganz, ganz vorne dabei bei entsprechenden Tests, also so, dass man dort auch gut dabei ist. So, jetzt gab es eine Frage schon vor einiger Zeit, das hat bloß in meinem Gesprächsfluss nicht ganz so reingepasst, sorry dafür, aber jetzt zur Absicherung des Zugriffs aufs Microsoft 365 Portal, M365 Standard plus P1 Plan oder auf das Premium gehen. Da ist jetzt die Frage, was genau gemeint ist, das vielleicht nochmal kurz kommentieren. Also wenn ich auf portal.office.com gehe, also auf mein Management-Portal. Und wenn es mir darum geht, ich möchte den Zugriff absichern durch eine Mehrfaktor-Authentifizierung, was aus meiner Sicht ein erster wichtiger Schritt wäre, dann habe ich das schon inkludiert in auch den Office 365 Enterprise-Paketen, aber das habe ich zum Beispiel auch in dem Microsoft 365 Standard enthalten. Da kann ich eine Mehrfaktor-Authentifizierung für meine User einrichten. Wenn es jetzt darum geht, dass ich einen, es geht um die Nutzung des Conditional Access. Naja, da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz auf das Pricing springen, weil das spielt da natürlich auch eine gewisse Rolle. Und ich habe jetzt den P1-Preis, müsst ihr nachschauen, gestehe ich nicht ganz im Kopf, aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Wenn wir uns hier anschauen, Microsoft 365 Business Standard kostet 10,50 Euro pro Benutzer pro Monat. Das Microsoft 365 Business Premium 16,90 Euro. Jetzt wäre es ja möglich, das Azure Active Directory P1 hinzuzubuchen zum Business Standard. Das ist aber im Microsoft 365 Business Premium inkludiert. Und was ganz wichtig ist, Conditional Access ist ein wichtiges Thema, was aber für sich allein betrachtet, also ich will es mal so sagen, ich werde da recht schnell an meine Grenzen stoßen. Und deswegen sehe ich in so einem Szenario Intune als wichtige Komponente. Das bedeutet, wenn es der Kunde ganzheitlich betrachtet, würde ich auf Microsoft 365 Business Premium gehen. Wenn der Kunde sagt, ich bin mir aber 100% sicher, ich brauche nur den Conditional Access und sonst nicht mehr und ich habe das genauestens evaluiert. Naja, dann ist er mit der Paketierung Standard plus Azure Active Directory P1 günstiger dabei. Ich habe da immer so eine Faustregel, dass ich sage, wenn ich zu einem Paket zwei oder mehr Optionen dazu buche, dann ist es meistens, stimmt nicht immer, aber meistens günstiger, das nächstgrößere Paket zu nehmen. Und jetzt geht es bei der Frage ja nur um eine Option. Ich würde trotzdem versuchen, aufs Microsoft 365 Business Premium zu gehen. Ich habe da langfristig gesehen mehr davon an dieser Stelle. Gut, ich hoffe, ich habe die Frage zielführend und verständlich beantwortet, sonst gerne nochmal nachhaken. Gut, schauen wir ein bisschen auf die Lizenzierung im Detail, weil wir bekommen sehr häufig Fragen, also wir im WBSC, aber auch Microsoft ganz allgemein, so zu dem Vergleich, was jetzt ja quasi hier in der Frage auch war, Microsoft 365 Business Standard, was ja früher eigentlich ein Office 365 Paket im Business-Bereich war, dann Microsoft 365 Business Premium und Office 365 E3. Die sind alle so in einem ähnlichen Preisgefüge. Das sind Lösungen, die Kunden schon kennen. Und es gibt sehr häufig Fragen, wo liegen denn genau die Unterschiede, worauf muss ich denn achten? Und wichtig, eine vollständige Liste wäre nicht darstellbar von der Größe her und von der Zeit her. Aber einfach mal so ein paar Punkte herausgegriffen, die im Vergleich Microsoft 365 Business Standard zu Microsoft 365 Business Premium eine wichtige Rolle spielen. Werde ich jetzt hier gleich mal ein bisschen markieren. Man sieht, im oberen Bereich ist es ja weitestgehend identisch.
Wir haben dann halt hier so Themen wie eine Advanced Threat Protection für Office 365. Wir haben sowas wie ein Windows Exploit Guard zusätzlich im Premium-Paket. Wir haben durch die erweiterten Azure Active Directory-Funktionalitäten sowas wie ein Self-Service Password Reset oder Azure Multifactor Authentication. Wir haben das komplette Intune fürs Endpoint Management. Wir haben eine Shared Computer Activation. Das ist ganz wichtig, dieser Punkt, wenn es um die Nutzung des Office auf dem Terminal Server geht oder auf dem RDS Host. Haben wir hier dabei. Dann so Dinge wie Windows Autopilot. So Dinge wie eine Data Loss Prevention, eine Azure Information Protection, unlimitierte E-Mail-Archivierung und so weiter. Also da ist sehr, sehr viel drin. Das muss man, so ähnlich wie wir es vorhin auf der Liste gesehen haben, einfach mal sich aufschreiben, abklappern oder klopfen und schauen, was brauche ich. Dann haben wir hier eine Frage, wie benutzerspezifisch kann man Lizenzen buchen? Nicht jeder User braucht alles. Das ist das Schöne in der neuen Cloud-Welt bei Microsoft, die wir jetzt aber zum Glück schon seit vielen Jahren haben. Es gibt nicht mehr die Regelung, dass ich gewisse Limitierungen habe, was ich zusammenbuchen kann, sondern es gibt nur noch einen wichtigen Punkt. Wenn ich ein Unternehmen habe mit maximal 300 Seats, dann kann ich Business- und Enterprise-Pläne beliebig mischen. Wenn ich ein Unternehmen mit mehr als 300 Seats habe, kann ich keine Business-Pläne dort hineinbuchen, weil die Business-Pläne würden mich auf 300 Seats limitieren. Alles andere kann ich bunt mischen. Ich habe zum Beispiel in meinem Tenant habe ich Microsoft 365 Enterprise E5 Lizenzen. Ich habe Microsoft 365 Business Premium. Ich habe Exchange Online vereinzelt. Ich habe Office 365 E3 durch meine Internal Use Rights. Da bin ich vollkommen flexibel, weil ich das eben auch so mache, dass ich jedem User das gebe, was er benötigt und nicht mehr. Weil es ist dann zwar vielleicht mal nur 1 Euro oder hier, wenn ich sagen würde, alle bekommen das Business Premium, vielleicht nur 7,50 Euro. Aber das summiert sich natürlich sehr schnell. Und es gibt unheimlich viele User, die wirklich nur die cloud-basierten Dienste benötigen. Denn auf meinem Smartphone brauche ich ja kein Office-Desktop-Applikation installiert. Das heißt, da brauche ich kein Business Premium, sondern da reicht mir so ein Basic-Paket, weil die Apps habe ich drauf. Die sind bloß funktionseingeschränkt, wenn ich keine Subscription habe. Und die Subscription, die kann ich natürlich über das Microsoft 365 Business Basic entsprechend auch buchen. Also da sind wir zum Glück mittlerweile sehr, sehr flexibel. Also man sieht es hier viele Gründe, die für Microsoft 365 Business Premium sprechen. Trotzdem muss ich natürlich die 7 Euro oder $7,50 pro User pro Monat, um die es hier geht, im Unterschied berücksichtigen und kalkulieren, ob das im Unternehmen der Invest wert ist. Jetzt spannend ist, dass Microsoft 365 Business Premium im Vergleich zu einem Office 365 E3, und zwar ist deswegen das so spannend, weil das auf einem ähnlichen preislichen Niveau ist. Und natürlich haben wir den wichtigen Punkt, das hatte ich jetzt gerade nochmal erklärt, ich muss mir die Seats anschauen. Ja? Wenn ich über den 300 bin, dann brauche ich nicht mehr über die Businesspläne nachdenken. So, jetzt haben wir einen Punkt. E-Mail und Kalender, Outlook, Postfachspeichergröße bei E3, Office 365, 100 GB, bei Microsoft 365 Business Premium 50 GB. Das heißt, da muss ich wissen, wenn ich mich zwischen den beiden entscheide, ich bekomme nicht bei Microsoft 365 automatisch mehr, weil ich vergleiche ja Enterprise mit Business. Also ich vergleiche eigentlich Äpfel mit Birnen, aber trotzdem ist ein interessanter Vergleich, weil ich sage, 50 GB Postfachspeichergröße sind sehr, sehr, sehr viel. OneDrive for Business, also mein persönlicher Speicherplatz, das ist nicht der Unternehmensspeicher, den gibt es nochmal extra im SharePoint, aber OneDrive for Business haben wir halt in den Enterprise-Plänen Unlimited Speicherplatz, bei den Business-Plänen 1 TB pro User. Terabyte ist auch viel Speicherplatz, sehr, sehr viel. Naja, und dann sehen wir aber zum Beispiel, gibt es so Dinge wie eine Advanced Threat Protection, die ist halt nur im Microsoft Business Premium enthalten.
Exploit Guard Enforcement, dann das Azure Active Directory, die erweiterten Features, dann so Dinge wie Windows 10 Upgrade-Rechte, dann aber auch so Dinge wie Azure Information Protection, dann auch so Sachen wie ein Intune, was ja im Microsoft 365 Business Premium enthalten ist. Wir haben also viele, viele Vorteile, kleinere Einschränkungen. Naja, ein wichtiger Punkt ist die CAL Suite für Exchange, SharePoint und Skype. Das ist für wichtig für Kunden, die eine hybride Umgebung haben, die auch on-premises noch Exchange und SharePoint betreiben. Das hätte ich bei den Businessplänen nicht inkludiert. Im Office 365 Enterprise E3, aber zum Beispiel schon, naja, im Businessbereich gehe ich davon aus, werde ich das meistens nicht haben und damit ist das wieder fein. Also da denke ich, sollte euch allen klar werden, Microsoft 365 Business Premium ist eine tolle Sache. Und naja, jetzt im Gesamtvergleich, das haben wir durchgesprochen, wo es vielleicht nochmal interessant ist, wenn wir nochmal das Ganze auch mit Microsoft 365 E3 und E5 mit reinbringen. Ja, die beiden Pakete haben wir jetzt noch nicht betrachtet, weil die typischerweise bei Fragen nicht so häufig auftauchen, ja, weil da natürlich der Preissprung auch ein Stückchen größer ist. Aber aus meiner Sicht halt trotzdem extrem interessant, weil wir dann auch so Dinge haben wie eben die PSTN-Funktionalität, den vollständigen Security-Stack und so weiter. Also da kann ich nur empfehlen, macht eine vernünftige Rechnung, schaut euch das an und ermittelt für jeden Kunden die optimale Lösung. Wir hatten ja gerade die Frage vorhin im Chat, das lässt sich beliebig oder nahezu beliebig kombinieren. Und somit kann ich dort wirklich für jeden das passende Paket schnüren. Eine Frage haben wir hier. Welche Pakete sind denn zurzeit im Action Pack enthalten? Ich kann es nicht verbindlich Stand heute genau beantworten, aber wir haben die gleichwertigen Features zum Microsoft 365 E3. Ich habe da Tonnen von Anfragen gekriegt in der Zeit, wo zunächst mal, weiß nicht, ich glaube, es ist aber immer noch so, dass Office 365 E3 enthalten ist, aber eben halt auch eine Endpoint Manager Suite und ja, die entsprechenden Windows Lizenzen. Das heißt, lizenztechnisch haben wir inkludiert das, was Microsoft 365 E3 bietet, auch falls es in der Action Pack Subscription sich nicht Microsoft 365 E3 nennt, weil hier ist es wiederum so, ein Microsoft 365 E3 könnte ich erreichen, indem ich Office 365 E3 buche, plus den Endpoint Manager, plus die Enterprise Mobility und Security. Macht bloß kein Kunde, weil da käme ich kostentechnisch pro User auf ungefähr 70 € im Monat. Und für ja, $57 bekomme ich schon den E5-Plan und für $32 den E3-Plan. Jetzt bei den Internal Use Rights ist es für mich aber ja vollkommen egal, wie das Microsoft dort rein paketiert. Ob die sagen, wir nehmen das E3 oder ob Microsoft sagt, es ist aus irgendeinem Grund für uns einfacher, Office 365 dort reinzustecken. Also ihr habt auf jeden Fall die E3-Funktionalitäten inkludiert von Microsoft 365 E3. Auch wenn ihr vielleicht auf den ersten Blick nur Office 365 E3 seht. Gut, also das dazu. Es lohnt sich also da immer genau hinzuschauen. Und es lohnt sich dann natürlich auch genau hinzuschauen, wenn es dann um so Dinge geht wie zum Beispiel eine Telefonie, weil die Telefonie lässt sich natürlich auch optional hinzubuchen. Da gibt es hier so eine schöne Matrix, die mache ich euch nochmal in groß, wo ihr seht, Mensch, wo ist denn das Thema Telefonie enthalten? Das ist auch ein Paket, das ich hinzubuchen kann und da sehen wir, naja, dieser Punkt ist included in den E5-Plänen, wäre es mit drin. Da haben wir also die Telefonie out of the box mit dabei. Ansonsten ist es teilweise ein Add-on-Feature, teilweise aber auch nicht
verfügbar. Also da muss man genau hinschauen. Da aber wieder der Tipp, geht doch einfach auf euren CSP, also jetzt bei unserem unterstützenden Partner, die Firma Also zu und sprecht die drauf an, wenn ihr mal irgendwie eine Paketierung habt, die ihr ja nicht buchen könntet. Meistens gibt es da Lösungen dafür. Gut, damit, wenn es Fragen gibt, nutzt den Chat. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns am kommenden Montag wieder. Wenn es dann geht um Onboarding mit oder On-Premise oder ohne On-Prem-Domain mit vielen Live-Demos. Das werden wir uns auf jeden Fall live anschauen. Da freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wir haben eine Frage, kann die Feature-Matrix heruntergeladen werden? Jetzt ad hoc nicht, aber wir machen einfach mal Folgendes. Wir gehen mal auf meine Website. Seht ihr auch gleich, ja? Ich schiebe euch die gleich rüber. Also manfredhelber.de, die Website. Und jetzt ist bloß hier mein Control Panel verschwunden. Das brauche ich ganz dringend wieder. Sonst sehe ich nicht, was wir uns hier angucken. So, jetzt muss ich das mal hinkriegen. So. Jetzt, und dann hole ich mich wieder ins Bild zurück. Jetzt, also wenn ihr auf meine Website geht, www.manfredhelber.de, dann habt ihr dort oben eine Rubrik WBSC. Ja, und die Rubrik WBSC, die ist relativ wichtig, weil in der Rubrik WBSC gibt es heute zum Beispiel ein Event, wo wir uns um 14 Uhr gleich wieder sehen könnten, nämlich unser Windows 11 Big Bang Announcement Event. Heute ab 14 Uhr könnten wir uns dort wieder treffen und ihr findet alle Ressourcen und alle Events aus dem WBSC eben auf meiner Website, dort in der Rubrik WBSC. Und die Website, wenn ihr dort mal auf WBSC geht, da gibt es den, ich mache es mal ein bisschen größer, ja, da gibt es unter WBSC, gibt es den Webday, da gibt es VR-Events, da gibt es Downloads. Ich würde sagen, ich stelle euch die Präsentation von heute einfach unter Downloads ein. Das schaffe ich nicht mehr heute, weil es dann eben gleich mit dem 14-Uhr-Event weitergeht. Aber spätestens bis Montag ist die online, irgendwann in den nächsten Tagen. Und dann könnt ihr unter Downloads die Präsentation von heute herunterladen, inklusive der Matrix drin. Da gibt es noch ein paar mehr so Vergleiche, die wir jetzt zeitlich gar nicht geschafft haben. Die sind dort dann mit drin. Wenn ihr übrigens bei dem 14-Uhr-Event dabei sein wollt, Windows 11, super spannend, kann ich euch nur sagen, dann müsstet ihr hier auf WBSC VR-Events gehen und dort das Big Bang-Event auswählen. Und das Big Bang Event ist unser Windows 11 Big Bang Event. Und da muss ich jetzt wieder ein bisschen rauszoomen, sonst überlagert sich das hier so. Heute ab 14 Uhr geht's los in 3 Stunden. Und wie es funktioniert, bekommt ihr hier erklärt. Es gibt eine Videoanleitung und es gibt eine kurze Einführung, die man runterladen kann. Warum ist es erklärungsbedürftig? Es ist kein einfacher Livestream, sondern wir machen das unter Allspace VR. Allspace VR ist die Technologie von Microsoft, wo wir uns im virtuellen Raum treffen können. Vielleicht habt ihr schon mal an einem unserer Afterwork-Events teilgenommen. Und wenn ihr Allspace VR nutzt, dann könnt ihr über den Eventcode CKG039, den findet ihr hier auf dem Slide, den habe ich hier draufgeschrieben, einfach spontan ad hoc heute teilnehmen. Wir haben genügend Räume, wir haben nämlich sehr viele Anmeldungen. Wenn wirklich alle kommen, wird es schön voll werden, aber wir haben auch dort Sponsoren dabei, auch die Firma Also ist mit dabei und es gibt Breakout-Räume, also eine tolle Welt. Ich freue mich, wenn ihr dazukommt. Man bewegt sich im virtuellen Raum, man braucht die Allspace VR App, die findet man im Microsoft Store, ist absolut unkompliziert. Auf der Website manfredhelber.de/big-bang-event findet ihr alle Informationen oder ihr geht einfach auf manfredhelber.de, klickt oben auf WBSC und meldet euch dann dort an. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort heute Nachmittag um 14 Uhr wieder sehen. Im Anschluss an das Event gibt es ab 18 Uhr eins unserer Virtual Afterwork Events. Auch diese
Veranstaltung machen wir unter Allspace VR. Wenn ihr es aus irgendeinem Grund tagsüber nicht schaffen solltet, freuen wir uns auch, wenn ihr zum Virtual Afterwork Event kommt. Wer beim Tagesevent dabei ist, kann dort direkt rüberspringen. Wer beim Tagesevent nicht dabei ist, kann sie unter manfredhelber.de/virtual-afterwork-event anmelden und so mit dabei sein. Am kommenden Freitag haben wir wieder ein WBSC Support, unsere Sprechstunde für alle eure Fragen. Heute hattet ihr zwischendurch ein paar wenige Fragen zu unserem heutigen Thema. Am kommenden Freitag, 9. Juli, könnt ihr beliebige Fragen stellen zu allen Microsoft-Themen, die euch beschäftigen, auch um 10 Uhr, gleicher Kanal, wo ihr jetzt auch zuschaut. Naja, und unser Webday, unser tagesfüllendes Event zum Thema Windows Server 2022 ist leider schon vergangen, ist schon erfolgreich durchgeführt. Aber wenn ihr den Content noch sehen möchtet, findet ihr das unter youtube.com/manfredhelber. Einfach unter den bereits übertragenen Livestreams mal reinschauen, dann habt ihr das Event drin. Wenn ihr sagt, Mensch, Windows Server 2022, das ist aber doch spannend, da will ich noch mal ein bisschen mehr wissen. Es gibt ein WBSC Update, ist ein neues Format, was ja wir, sagen wir mal, mehr oder weniger gezwungenermaßen eingeführt haben, weil Microsoft dann doch mal den ein oder anderen Veröffentlichungstermin auch noch ein bisschen verschiebt oder anpasst. Und bei dem WBSC Webday Update am 11. August geht es nochmal um Windows Server 2022 und Azure Stack HCI, und zwar konkret um Lizenzierung und alles, was dazugehört. Unter manfredhelber.de/webday könnt ihr euch anmelden. Und auch anmelden könnt ihr euch dort zum Webday des Themas Microsoft Education, der ist dann am 29. Juli 2021. Ja, jetzt treffen wir uns typischerweise im WBSC Clubhouse. Da würde ich jetzt aber mich heute entschuldigen und dort nicht rüberkommen ins Clubhouse, weil es ja gleich um 14 Uhr in der Event-Location für unsere für unser Big Bang Event losgeht, und da sind noch ein paar Kleinigkeiten von meiner Seite vorzubereiten, und da freue ich mich dann sehr. Ich werde so ab 13.30 Uhr im Event sein, wenn wir uns spätestens um 14 Uhr sehen und dort uns dann zum einen gemeinsam die Präsentation von mir zum Thema Windows 11 anschauen und dann aber auch noch genügend Zeit haben, uns über das Thema zu unterhalten. Also ich freue mich sehr, wenn ihr mit dabei seid. Ich blende es einfach nochmal ein, dass ihr alle Informationen habt. Und wie gesagt, heute ab 14 Uhr geht es dort los. Freitag um 10 Uhr haben wir unsere WBSC Support-Sprechstunde. Und am kommenden Montag um 10 Uhr geht es weiter mit Microsoft 365 mit ganz vielen Live-Demos. Von daher, bis dahin, macht es gut. Vielen Dank euch, und ich hoffe, wir sehen uns alle später. Bis dann!